Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Build the Earth Germany News. Gemeinsam blicken wir mal auf den ersten Monat des neuen Jahres zurück. Zunächst haben wir auf unserem YouTube-Kanal neue Formate etabliert. Wir testen jetzt mal, wie gut das mit den wöchentlichen Uploads klappt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Monthly Updates werden in jedem Fall kommen. Anfang des Monats gab es erstmal das Monthly Update vom Dezember. Wir haben den Thumbnail- und Kommentatorenstil angepasst, um die Updates etwas lockerer zu gestalten. Schien geklappt zu haben, kann man sich gerne nochmal angucken. Weiter ging es ganz lustig mit unserem neuen Format, dem Superspaß Samstag. Okay, wollen wir irgendwie groß alle gleichzeitig Hallo sagen? Nein. Wir machen kein Hallo. Nein, wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's. Superspaß Samstag. Spaß beim Aufnehmen hatten wir in jedem Fall. Vielleicht kam der sogar im Video rum. Ein neues wurde schon aufgenommen. Seid mal gespannt. Sinn des Formates ist es, außerhalb von BTE Spaß in Minecraft zu haben und die vielleicht noch nicht so bauaffinen Leute für unser Projekt zu begeistern. Schließlich geht es nicht nur ums Bauen, sondern auch um die Community. Ein Event durfte in diesem Monat ja auch nicht fehlen. Zum dritten Mal in der Hansestadt Hamburg, wo wir in Langer Reeperbahn 52 Gebäude gebaut. Mein lieber Klabautermann, da staunen uns über der Käpt'n zur See. Apropos Event. Während des Monats Dezember haben wir sogar noch viel mehr in Passau gebaut und in diesem Video in der Infokarte genauer gezeigt. Erstaunlich, was man so alles schaffen kann. Natürlich haben wir auf TikTok weiter Content produziert. Ja, wir bauen auch Baustellen. Verrückt. Link zum TikTok in der Videobeschreibung. Des Weiteren wurde fleißig an der Reimplementierung von Bedrock und dem Plot-System gearbeitet. Man darf also gespannt sein. Ein finales Datum gibt es noch nicht, aber dieses Jahr sollte es klappen. Wie immer gilt, coming soon. Nachwahl hat einmal eine quadratische Übersicht der aller bis jetzt generierten Chunks erstellt, die es zum Neujahr zu sehen gab. Und hier einmal der Changelog, also alle Änderungen im Staff. Strassi ist neuerdings Supporter Josia, Ella und Ben ein Bilder verstecken das Social Media Team, Nachwahl ist ab sofort und unverzüglich Moderator, Bambus legt sein Amt als Supporter nieder, verbleibt aber als Regionmanager und richtige Richtung wird für die nächsten 4 Monate die Passiv-Staff-Rolle erhalten. Mann, das ging ja ab. Auf dem Discord haben wir einen neuen Bot und die Region-Selection geupdatet. So richtig fancy mit Scrollen und ohne Reactions. Und ganz generell sind wir 959 registrierte Bilder, haben 200.000 Follower auf TikTok erreicht und eine neue Webseite für Informationen und Tutorials. Link in der Videobeschreibung. Ein geschäftiger Start in das Jahr also. Das war's für diesen Monat. Bis zum nächsten Video. Tschüsseldorf, San Francisco oder Haus der Reinhardt, ne?